die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllt, was tun? Guten Tag, mein Name ist Frank Meise, ich bin Rentenberater bei rentenbescheid24.de und verantwortlich für den Bereich Erwerbsminderungsrente. Kurz, was ist passiert? Unsere Mandantin stellte einen Rentenantrag zur Gewährung einer Erwerbsminderungsrente. Sie hatte anfänglich Unsicherheiten nach der Antragstellung. Auf jeden Fall habe ich das Mandat bzw. wir das Mandat übernommen und für sie geführt. Grundsätzlich beachten wir, dass die Deutsche Rentenversicherung gesetzlich verpflichtet ist. Hier steht das Gesetz, hier konkret die sozialmedizinischen und versicherungsrechtlichen Voraussetzungen zu prüfen. Im konkreten Fall wurden die medizinischen Voraussetzungen geprüft, Voraussetzungen erfüllt. Im konkreten Fall wurden auch die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen geprüft, die sogenannte Dreifünftelbelegung in dem Fall, Voraussetzung nicht erfüllt. Mandantin war natürlich verzweifelt. Sie hatte insgesamt zu 5 Monate zu wenig Pflichtbeitragszeiten. Unser Expertentipp war an sie, sie sollte den behandelnden Arzt bitten, nochmal genau das Datum des Leistungsfalls zu prüfen. Die Anfrage, das Anfrageergebnis beim Arzt war, der chronische Charakter der Erkrankung bestand schon 1 Jahr vor dem eigentlichen abgelehnten Leistungsfall. Wir legten den Widerspruch fristwährend ein, denn er war im Befundbericht S51 zum Rentenantrag nicht konkret genannt, das Datum des Leistungsfalls. Zu unserer Überraschung, einige Monate später, folgte die Deutsche Rentenversicherung diesem Befundbericht unserem kommentierten Vortrag. Die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen waren im Ergebnis erfüllt. Der Rentenbescheid wurde entlassen, Mandantin überglücklich, wir natürlich auch. Wunderbar, sie kann sich über 75.000 Euro Rentenleistung freuen bis zur Regelaltersgrenze. Alles gut gelaufen. Vielen Dank, dass Sie uns folgen, sich bei uns informieren. Ich wünsche Ihnen beste Gesundheit. Herzlichst, Ihr Frank Weise von rentenbescheid24.de.